Konkret geht es laut Medienberichten um den Vorwurf der Bestechlichkeit. Der Unternehmer hat den Ex-Vizekanzler unter Türkisblau nach Dubai eingeladen. Strache soll zwar abgesagt haben, dennoch wird ein strafrechtlicher Vorwurf geprüft. Auch der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat sich bereits mit einem anderen Aspekt der Causa Stieglitz beschäftigt. So spendete der Immobilienunternehmer vor seiner Bestellung in den Aufsichtsrat der ASFINAG insgesamt 10.000 Euro an den FPÖ-Verein Austria in Motion. Aus Chats ergibt sich, dass Stieglitz, Ex-FPÖ-Chef Strache und der damalige Freiheitliche Infrastrukturminister Norbert Hofer vereinbart hätten, dass Stieglitz auf sein Drängen hin in einen Aufsichtsrat bestellt wird. Hofer ist bereits deswegen vom Nationalrat ausgeliefert worden. Der neue Aspekt rund um die Vorwürfe gegen Stieglitz ist von mehreren Medien berichtet worden, die allesamt aus Einvernahmeprotokollen des Unternehmens zitierten. Demnach sind sowohl Strache als auch Hofer nach Dubai eingeladen worden. Beide sollen mit Hinweis auf die Compliance-Regeln letztlich abgesagt haben. Eine Bestätigung der Ermittlungen gibt es auf Apper-Anfrage weder durch die WKSTA noch durch Straches Seite. Straches Anwalt Johann Power bezeichnet die neuen Vorwürfe gegen seinen Mandanten aber in der Presse als vollinhaltlich falsch. Sichergestellte Chatverläufe würden eindeutig zeigen, dass zwischen Strache und Stieglitz ein freundschaftliches Verhältnis besteht.